wurde am 10. Februar 1805 in einem kleinen Dorf in Südindien, in Kainakari, im Bezirk Alepi, als sechstes Kind zweier frommer Eltern, Kuriakos und Mary, geboren. Im Alter von 5 Jahren machte ihm sein Vater die erste Schulbildung möglich und im Jahr 1818 trat Chara ins Priesterseminar ein. Dort wurde er am 29. November 1829 vom damaligen apostolischen Vikar Maurilio Stabilini zum Priester gewählt. Im Jahre 1855 legte er sein religiöses Gelübde ab. Und am Ende eines sehr erfolgreichen und gnadenreichen Heiligenlebens wurde er am 3. Januar 1871 noch einmal berufen, diesmal vor Gott, im Jahr von 66 Jahren, zur ewigen Belohnung. Der heilige Chavada war also eine facettenreiche Persönlichkeit und ein Mann großer Weitsicht. Sein Charisma könnte man an 2 Eckpunkten festmachen. Es ist spirituell und sozial geprägt. Mit viel Aufwand begann er eine Druckerei, die erste katholische, um den Menschen religiöse Ansatzsachen und Bücher über den Glauben und die guten Sitten verfügbar zu machen. Er betrachtete dabei Bildung als einen wichtigen Faktor, um Gutes zu tun und einen sozialen Aufschwung zu bringen. Es war beeindruckend zu erleben, wie hoch die Alphabetisierungsrate gerade in Kerala ist und zu hören, dass der selige Gründer wesentlich mit dazu beigetragen hat, weil er als Generalvikar die sehr klare Anweisung gegeben hatte, dass alle Pfarreien neben der Pfarrkirche eine Schule, eine Grundschule zu gründen hätten und dass das notwendig sei. Ansonsten würde er als Generalvikar die Pfarrei als Pfarrei schließen. Das war eine nicht einfach umzusetzende Maßnahme, weil natürlich eine solche Investition auch Opfer der Pfarrgemeinde verlangte. Aber das hat dazu geführt, dass in Kerala heute die höchste Alphabetisierungsrate in ganz Indien bei über 85% liegt, sodass sie nicht nur den Christen, sondern vielen Menschen darüber hinaus bis heute zugute kommt. Also eine sehr wegweisende Art und Weise, pastoral zu betreiben und gleichzeitig der Kultur zu dienen und sie aufzubauen. So gründete er die erste katholische Schule in Sanskrit im Jahre 1846 in Mahananam, in der alle, unabhängig von Kastenangehörigkeit, Glaubensbekenntnis und Farbe, zusammenkommen und gemeinsam auf der Schulbank sitzen können. Diese Initiative wurde zu einer Zeit getroffen, als die Diskriminierung aufgrund der Kastengesetze sehr akut war. Das Gesundheitswesen war ein weiteres Mittel, mit dem er sich den Dienst in und für die Gemeinschaft widmete. Er gründete gemeinnützige Institute und Häuser für alte, kranke und mittellose Menschen und einen Laienverein, die Bruderschaft St. Joseph des Heiligen Todes, die dieses Ziel unter den Laien fortbereitete. Er war dabei ein großer Sozialreformer und es gab kaum ein Feld, in dem er nicht tätig gewesen wäre. Der heilige Chavada war ein Mann der Tat und des Gebetes. Der Beitrag seines Werkes umfasst auch die Gründung zweier Religionsgemeinschaften, eine für Männer, die im Jahre 1831 gegründet wurde und die heute als Karmeliter des unbefleckten Empfängnis Marias, CMI, bekannt sind. Chavada gründete am 13. Februar 1866 auch eine Gemeinschaft für Frauen, den Tertiärorden der unbeschuhten Karmeliterinnen, TOCD, der sich später in 2 verschiedene Rahmen aufbreitete, der CTC und CMC. Ihr Ziel war es, vor allem die Frauen, deren Wirkungsfeld in der damaligen Gesellschaft Keralas auf Herd und Haus beschränkt war, in ihren Rechten zu stärken. Schwester Euphrasia, die auch mit Pater Kuriakos alias Chavada am 23. November 2014 heilig gesprochen wurde, gehörte zu der Ordensgemeinschaft CMC, Orden der Mutter von Karmel. Sie ist am 17. Oktober 1877 in Kattur, Kerala, geboren und trat 1897 in den Orden ein. Am 24. Mai 1900 legte sie ihr ewiges Gelübde ab. Als sie Oberin wurde, diente sie ihren Konvent,
mit Liebe und Hingabe. Mutter Orfrosia verbrachte einen großen Teil ihrer Tage im Kloster, in der Kapelle vor dem Allerheiligsten. Angesichts ihres Lebens, ausgefüllt durch Gebete und Heiligkeit, nannte ihre Mitschwestern und alle Leute sie als mobile Tabernakel und betende Mutter. Als sie Oberin wurde, errichtete sie eine Figur vom Herz Jesu in ihrem Konvent, um bei ihm alle Schwierigkeiten und Sorgen ihrer Arbeit als Oberin abzugeben. So zeigte sie ihr Vertrauen auf Gott. Sie starb am 29. August 1952 im Alter von 75 Jahren. Der Orden der Mutter von Karmel, zu dem St. Orfrasia gehörte, hat über 6.500 Mitglieder, die sich in verschiedenen Ländern engagieren. Die Schwestern tun ihre missionarische Arbeit in der Kirche hauptsächlich durch Ausbildungsinstitutionen, Krankenhäusern, sozial- und karitative Zentren. Sie dienen der deutschen Kirche und den Menschen hier durch den Dienst in Altenheimen und Krankenhäusern. Zwei neue Heilige aus dem Land der Seher und der spirituellen Meister, der Gurus, Heilige Orfrasia und Heilige Chavra. Ihre Spiritualität, ihre Taten und ihre unkomplizierte Art und Weise sind relevant in der heutigen Gesellschaft, welche sehr viele komplizierte und hektische Menschen darstellt. Es gibt doch Vorbilder, wenn in uns die funkelnde Sehnsucht und der Blick nach oben bleibt. Der Blick, der störende Blick. നക്ഷത്രങ്ങൾ കേരള സഭയുടെ ദീപങ്ങൾ